So, Freunde und Moin zusammen. Jo, willkommen zum neuen Video. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier in der Waschbox drin stehen den 3er 335 XD vom Juli. Und der hat jetzt seit über 9 Monaten schon das Eco-Shield drauf. Absolut bescheidene Jahreszeit und dementsprechend sieht der ganz, ganz schlimm aus, dieser Wagen. Und in diesem Video wollen wir darauf eingehen, ein bisschen mit den Liquid Elements Produkten zu arbeiten und auch, wie man die Keramikversiegelung hier wieder richtig schön frisch bekommt und auch nochmal selber die Keramik ein bisschen schützt mit dem Gloss Boost beispielsweise. Dafür habe ich folgende Produkte hier. Das sind nämlich von Liquid Elements. Das Gloss Boost steht ganz links, wie ihr sehen könnt. Wie gesagt, das ist die Sprühversiegelung, die nochmal drauf getoppt werden kann auf der Keramikversiegelung. Dann haben wir hier aus der alten Kollektion quasi das Pearl Rain Protect Shampoo, Versiegelungsshampoo. Da gibt es jetzt mittlerweile zahlreiche viele neue, auch in geilen Duftkreationen und Varianten. Den beliebten Dust Cracker Felgenreiniger und für die Reifenpflege auch noch das Black in Black. So, los geht's. Im ersten Schritt geht der Juli hin und sprüht die Felge jetzt soweit hier mit dem Dust Cracker Felgenreiniger ein. Sehr schönes Sprühbild auf jeden Fall, relativ intensiver Geruch. Das liegt halt an dem Wirkindikator, der drin ist. Und der ist sehr, sehr schnell. Wir sehen es nämlich da drüben auch schon, da legt er los. Und ich erinnere mich da direkt an mein erstes Video, als ich den das erste Mal vor, ich glaube, fast 2 Jahren schon getestet habe oder 1,5 Jahren. Der hat richtig Power und der Wirkindikator ist halt super, super schnell. Also sieht man ja auch direkt. Man reagiert jetzt hier mit dem gesamten Schmutz auf der Felge. So, gucken wir kurz drauf. Anleitungsmäßig Spray, also aufsprühen, warten 20 Sekunden, Rinse off, also wirklich ganz, ganz schnell. Dementsprechend machen wir das auch. Dampfen wir jetzt die Felgen im ersten Schritt ab und danach gehen wir dann hin und schäumen den Wagen ein. Und wie ihr sehen könnt, guckt mal, wie schnell der jetzt auch reagiert hat in den paar Sekunden. Das geht richtig fix, ne? Ja, die anderen Felgen sehen auch dementsprechend nicht ganz so toll aus. Werden jetzt soweit auch eingesprüht. Gucken wir uns auf die andere nochmal an, auf der anderen Seite. Also die haben auf jeden Fall schon einige Kilometer drauf. Und wenn sich das anschaut, ne, da ist schon jede Menge Bremsstaub drauf, den wir aber auch problemlos jetzt runterbekommen sollten. Schauen wir jetzt da mal, oh ja, da geht einiges an Schmutz runter. Sehr gut. Das macht man natürlich jetzt mit allen Felgen. Und dann geht es gleich weiter. So, als nächstes bereiten wir jetzt hier die Gloria, den Schaumsprüher, vor. Und da hat der Juli jetzt ein paar Spritzer hier vom Pearl Rain Protect Shampoo reingemacht. Und dazu nehmen wir heute das Snow Foam von Shiny Garage. Das hat diesen pinken Effekt. Ihr könnt natürlich auch ein neutraleres nehmen, sprich ohne Farbzusatz. Das ist gar kein Problem. Das kommt rein. Zugleich geht er jetzt auch noch hin und macht 2, 3 Sprühstöße oder Stöße einfach von dem Zeug in den Wascheimer und schäumen das dann gleich einfach mit dem Hochdruckreiniger auf. So, wie ihr sehen könnt, der Juli ist bereits das Fahrzeug am Einschauen. So sieht dann der pinke Snowform aus. Den gibt es in verschiedenen Farben. Einfach mal gucken oder halt auch ganz farblos, wenn ihr das nicht möchtet. Der dient dazu, um den dicken Schmutz, der jetzt auf dem Fahrzeug, auch das Salz und so weiter, was wir jetzt hier im Winter haben, soweit zu binden und auch schon vom Lack abzutragen, indem er es einweicht. Und gleich können wir das dann ganz einfach vom Lack runterwaschen. Das hilft auf jeden Fall sehr gut für die Reinigung. So, und im nächsten Schritt geht's weiter mit der Handwäsche. Da ist der Juli jetzt schon fleißig dran. Ihr seht, er schäumt auch richtig ordentlich. Ist ein gutes Shampoo, gleitet ganz ordentlich über den Lack. Und das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Vorangehensweise oder Vorgehensweise, um das Eco Shield wieder richtig kräftig zu machen und auch zu reinigen, damit es auch wieder perlen kann und der Schmutz weiterhin nicht mehr so stark dran haftet. Also das Pearl Rain Shampoo, egal jetzt in welcher Variante, wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Duftvarianten und Farbvarianten mittlerweile und dementsprechend ist das eine ganz gute Lösung dafür.
Ja, waschen wir soweit fertig, von oben nach unten natürlich, damit der untere Bereich zuletzt gewaschen wird, weil da ist natürlich gerade jetzt auch zu dieser Jahreszeit besonders viel Schmutz und dann geht's gleich weiter. So, und im nächsten Schritt gehen wir jetzt also hin und dampfen den Wagen soweit ab, dann wird alles runtergespült und ihr seht, wir haben auf jeden Fall noch eine Reinigung erzielt des Lackes und eine Auffrischung vom Echo, weil wir wieder deutlich mehr Perlenbildung haben als noch vorher. Da tut sich gerade ganz viel. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, ein deutlicher Unterschied. Und mit dem Gloss Boost, was wir gleich auftragen, nehmen wir das nochmal richtig erweitern. So, Wagen ist jetzt soweit draußen und dann gucken wir jetzt auch mal, wie schön die Perlchen hier nämlich schon auf dem ganzen Lack liegen. Und wir sehen, dass wir an manchen Stellen nicht mehr so einen tollen Perleffekt haben, aber jetzt hier zum Beispiel ist gut. Und es ist ein ganz normales Bild, dass es nicht überall komplett perfekt ist. Und dementsprechend gehen wir nämlich jetzt den trocknenden Wagen ab und danach können wir das Gloss Boost auftragen. So, los geht's mit dem Abtrocknen. Und das ist jetzt von Liquid Elements, hier auch aus der Serie, das Orange Baby, zum Abtrocknen super Tuch. So, wir sehen jetzt, dass es leider ein bisschen schlieren zieht, liegt aber auch natürlich an der kalten Temperatur, die wir jetzt heute haben. Aber damit bekommen wir auf jeden Fall den Wagen richtig gut abgetrocknet. Hier an der Seite kannst du das nochmal kurz zeigen. Kotflügel und so weiter. Hm. Ansonsten, wenn das so groß ist an manchen Stellen oder zu groß ist das Tuch, dass die Gefahr läuft, dass es auf den Boden kommt, dann auf jeden Fall ein bisschen falten, so zusammenlegen und dann könnt ihr damit ideal die unteren Bereiche auch abtrocknen, ohne Gefahr zu laufen, dass es an den Boden kommt. Und ihr seht, das hat schon eine ordentliche Saugkraft, das Tuch. Von beiden Seiten die langen Fasern und damit geht das dann ideal. So, nachdem der Wagen jetzt soweit komplett fertig ist, gehen wir jetzt hin und hauen noch das Gloss Boost schön drauf. Also einfach ein paar Sprühstöße drauf und dann mit einem schönen weichen Mikrofasertuch, haben wir hier von Liquid Elements das Purple Monster dabei, schön verteilen und dann frischen wir damit den Lack richtig schön wieder auf und machen das ganz flott. Und das Gloss Boost dient auch dazu, laut Hersteller so einen richtigen Schutzpanzer, glaube ich, haben sie auf der Webseite geschrieben, aufzutragen. So eine richtige gute Schutzschicht und auch den Glanz zu erhöhen. So, nachdem wir das Gloss Boost aufgetragen haben, ihr seht das, wie glatt der Lack geworden ist, gehen wir jetzt auch hin und machen natürlich auch nochmal einen kleinen Beading-Sheeding-Test. Und ihr seht, die Perlen sind auf jeden Fall deutlich besser geworden als vorher noch mit dem Echo. Da haben wir jetzt eine schöne Auffrischung nochmal gemacht, quasi eine Schicht Gloss Boost drauf gemacht. Und auch macht der Juli jetzt natürlich noch den Sheeding-Test. Also wir schütten etwas drunter und ja, das könnte noch ein Ticken schneller sein für meinen Geschmack, aber sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ist schon ganz gut geworden. Sehr schön. So, als nächstes jetzt das Liquid Elements Back in Black. Hat der Juli schon soweit ein bisschen auf dieses Applicator Pad aufgetragen, wie ihr sehen könnt. Und dann kann er hingehen und das Ganze auf die Reifenflanke auftragen. Und man sieht direkt diesen Unterschied, richtig schön aufgefrischt. Aufpassen, dass ihr dabei nicht etwas auf die Lauffläche, so ist es richtig, auftragt. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten natürlich einmal in der Runde komplett rum. Das Ganze ein bisschen ablüften lassen, wenn es aufgetragen wurde. Wenn ihr zu viel irgendwo aufgetragen habt, nehmt einen alten Lappen und tupft es ein bisschen ab oder zieht es ab mit dem Tuch und dann sollte das passen. Zum nächsten Schritt können wir jetzt auch noch hingehen und nehmen den Liquid Elements Insider, so heißt der. Und das ist ein super Innenraumreiniger, auffrischen von Kunststoffen, aber auch reinigen geht damit ideal. Einfach ein bisschen dazu auf dem Tuch sprühen und dann über die Flächen drüber gehen. So, und damit sind wir jetzt hier am Ende mit dem Auffrischen der Keramikversiegelung, mit dem Toppen der Keramikversiegelung, mit dem Gloss Boost von Liquid Elements. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, war ein sau kalter Tag jetzt heute hier bei uns, denn wir haben ja immer noch hier ein bisschen Schnee rumliegen. Keine schöne Jahreszeit dafür, aber sowas muss natürlich gemacht werden. Jetzt guckt euch mal diesen Glanz auch an, der hier rauskommt, wo wir gar keine Sonne hier stehen haben. Und im Sommer sieht das dann natürlich nochmal deutlich angenehmer und schöner aus und kann sich sehen lassen. Jo, dementsprechend, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich verlinke die Sachen, guckt gerne unten in die Infobox des Videos. Signalisiert mir gerne einen Daumen nach oben, wenn das Video gefallen hat und abonniert den Kanal. Und ich verlinke euch jetzt hier auch noch ein cooles Video an der Stelle. Bis zum nächsten. Ciao.